So, nächster Tag. Heute wieder ein bisschen Oberschenkel und Bauchtraining. Wir hatten Ausfallschritte nach vorne, heute machen wir die nach hinten. Das heißt, ihr gleitet nach hinten, guckt, dass er so weit kommt, dass das Knie unten berührt und wieder hoch. Immer schnell einen Wechsel. Für die, die ein bisschen Probleme haben, können sich, wenn sie einen Stuhl haben oder einen Tisch, so ein bisschen fixieren. Dann macht er die Einsteiger 10 Wiederholungen, die fortgeschrittenen 20 bis 30. Wenn ihr die habt, geht er sofort in die Planke und die haltet er bis zum Versagen, beziehungsweise 2 bis 3 Minuten. Also für die Pros, die müssen ja nicht 10 Minuten in der Planke sein. Ihr könnt euch auch gerne, wenn sie nicht ein Buch oder sowas auf den Rücken legen, wenn ihr wisst, ihr könnt die 5 Minuten halten, dann wird es ein bisschen schwerer. Dann wieder hoch und wieder die Ausfallschritte. Und das so lange im Wechsel, dass er ordentlich Kalorien verbrennt. Also obligatorische 5 Runden sollten immer drin sein. 10, 15, 20 sind auch nicht schlimm. Viel Spaß, bis gleich.